Im letzten Video habe ich euch 10 Throne of Eldraine Standard Decks vorgestellt, wovon manche ein Sideboard hatten, die meisten allerdings nicht. Deswegen gibt es jetzt, um diese Lücke auszufüllen und euch zusätzliche Unterstützung oder Tipps zu geben, 5 Hinweise für euer Sideboard in Throne of Eldraine Standard. Ein Sideboard ist eine bis zu 15 Karten große Erweiterung eures Decks, was ihr in einem Best-of-3-Match zwischen den Matches austauschen könnt. Sinn hat es, dass ihr euch gegen besonders schwierige Matchups halt dort Karten aus dem Sideboard rausholen könnt und sie mit nicht effektiven Karten in diesem Matchup austauschen könnt, um euch so die bestmögliche Chance zu geben. 15 Karten sind jedoch nicht allzu viel, weswegen jede einzelne Karte sehr gut ausgewählt sein möchte. Hierbei ist es essentiell zu wissen, was eure Gegner spielen. Jetzt können wir allerdings nicht in die Glaskugel gucken und sehen, oh, am nächsten FNM bringt der das Deck mit, der das Deck mit. Jedoch können wir ungefähr wissen, was beliebt ist im Standard über Seiten wie zum Beispiel mtggoldfish.com oder mtgtop8.com, die aktuelle Metadecks euch zeigen. Zumindest diejenigen, die auf großen Turnieren am häufigsten gespielt wurden, und ihr könnt euch gleichzeitig noch angucken, was für Erfolgschancen es gibt. Manche Leute, die das aktuelle Standard schon ein bisschen im Blick haben, die haben vielleicht gemerkt, dass die Golos und Field of the Dead Combo, generell Länderdecks, die dieses halt ausnutzen, sehr, sehr stark sind. Und wenn man das im Hinterkopf hat, kann man sein Sideboard darauf anpassen. Hierbei geht es allerdings in diesem Video mehr um allgemeine Tipps, die auch noch vielleicht nach Throne of Eldraine relevant sein könnten für euch. Zumindest solange wir die genannten Karten dann noch im Format haben werden, was ja noch eine ganze Zeit lang sein wird. Also starten wir mal mit meinem Tipp Nummer 5, Karten gegen Aggro-Decks. Generell ein guter Anfang bei, wenn man ein Sideboard konzeptioniert, ist, sich erstmal gegen die verschiedenen Deck-Archetypen aufzustellen. Das heißt Aggro, Midrange, Control, je nachdem, in welchem Format man ist, auch Combo. Combo lassen wir an dieser Stelle mal weg, denn so richtig sehr gute Combo-Decks, die unschlagbar sind, wenn man sich nicht darauf vorbereitet, gibt es eher wenig, und meistens helfen dann auch schon die allgemeinen Tipps, gegen Combo durchzukommen. Aggro-Decks sind jedoch eigentlich grundsätzlich immer eine sehr beliebte Strategie, gerade auch für ja noch neuere Spieler, und sind dementsprechend darauf konzeptioniert, euch so schnell wie möglich zu besiegen. Euer Sideboard-Plan gegen Aggro-Decks sollte sein, dementsprechend frühe Angreifer von euren Lebenspunkten fernzuhalten und sie effektiv ausschalten zu können. Also günstiges Removal wie Shock oder Disfigure wären da zwei Möglichkeiten. Wenn ihr merkt, euer Gegner geht mehr in Richtung einer Token-Strategie, The Lesnia Tokens, und greift euch mit ganz vielen Soldaten-Tokens an, dann wäre Legion's End noch eine Option, der sie ja alle Karten desselben Namens exiled, und das trifft halt eben auch Tokens. Wenn man auch ein bisschen später im Spiel einfach mal komplett freie Fläche haben möchte, dann kann man sich auch mit Sweepern wie Cry of the Canarium oder Flamesweep behelfen. Nur Vorsicht, das trifft eure Kreaturen halt eben auch. Jetzt könnte man jedoch denken, wenn Aggro darauf so erpicht ist, uns Leben abzuziehen, dann wäre doch ein guter Hinweis, diese Leben wiederherzustellen. Das ist prinzipiell richtig, aber ich würde da ein bisschen von Abstand halten, Karten in eurem Sideboard zu tun, die nur Leben wieder generieren. Also meistens sowas wie Soulmender ist eine Karte, die kann effektiv sein in eurem Deck, aber ihr solltet weitere Synergien mit Lebenspunkte Wiederherstellung haben, und dann reden wir quasi davon, dass ihr ein komplettes Deck drumherum baut und es hat dann mit einem Sideboard nicht mehr viel zu suchen. Wenn ihr jedoch sagt, okay, ich möchte ein bisschen Life-Gain mit drin haben, dann gibt es aber auch genügend Optionen, die so eine Art Doppelfunktion in eurem Deck quasi ausfüllen. Da hätte ich zum Beispiel Gideon Blackblade, einfach ein Planeswalker, der gut mit euren Kreaturen, wenn ihr welche spielt, denn funktioniert. Harshbringer hat zudem noch eine Funktion, zu der wir später noch kommen, hat aber auch darüber hinaus noch Lifelink. Sorin's Thirst und Oath of Kaya wären zwei Fälle, wo ihr direkt noch den Gegner eine Karte wegnehmen könnt und euch den Schaden, der angerichtet wurde, direkt als Leben wieder verbuchen könnt. Und darüber hinaus muss man auch noch sagen, dass so eng geschnürt Aggro-Decks manchmal sind, es manchmal auch schon ausreicht, eben 2, 3 Leben nur zu regenerieren, und es muss nicht der eine Spell sein, der euch irgendwie 7 Leben dazu holt, um euch wieder in die Bahn zu werfen. Und es geht ja auch bei Life Gain mehr darum, wieder, nachdem ihr Kontrolle zurückgelangt habt vom Spiel, wieder zurück ins Spiel zu kommen, eben mit
dem nötigen Health Total, sodass ihr jetzt nicht mit dem zufälligen Burn Spell einfach sterbt. Tipp Nummer 4: Karten gegen Control Decks. Control Decks sind schwierig unter Kontrolle zu bekommen. Die meisten Control Decks werden im Laufe des Matches einfach immer stärker, weswegen eigentlich euer Ziel sein sollte, diese so schnell wie möglich zu überrennen. Ihr solltet so ein bisschen gucken, wie Aggro-Decks das zum Beispiel machen. Da die meisten Counterspells irgendwo bei 2, meistens jedoch 3 Mana erst anfangen, dann wäre es sinnvoll, da Kreaturen zu haben, die da so drunter schlüpfen können und halt auch ohne weitere Karten, die dazu gespielt werden, euch den Sieg bringen können. Darüber hinaus könnte man noch überlegen, Kreaturen zu spielen oder Kreaturen im Sideboard zu tun, die traditionellen Removal ausweichen oder zumindest das Casten von Karten in eurem Zug so ein bisschen erschweren. Was ich mir dabei überlegt hatte, wäre sowas wie Tithe Taker oder Gruul Spellbreaker. Gruul Spellbreaker gibt euch und Gruul Spellbreaker selbst Hexproof, also können in eurem Zug überhaupt nicht getargetet werden von Gegnern. Tithe Taker sorgt dafür, dass euer Gegner ein extra Mana zahlen muss, wenn er in eurem Zug irgendwas spielen muss, also sprich alle Counterspells nochmal teurer macht und Instant Removal eben auch. Und darüber hinaus, sollte Tithe Taker dann irgendwann mal sterben, es ist nur eine 2-1, muss man dazu sagen, dann hinterlässt es immerhin eine 1-1 Spirit. Und so habt ihr zumindest, oder so müsst ihr dem Gegner zumindest 2 Removal Spells abverlangen, bevor er komplett damit fertig ist. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, Kreaturen zu spielen, die Haste haben. Haste ist meistens schwierig für die Gegner in den Griff zu kriegen, die Control spielen. Klar, Counterspells ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist allerdings auch, dass Teferi eben ein Thema ist in diesem aktuellen Standard, dass man das von meisten Control-Decks eigentlich genutzt wird und dementsprechend sowieso Instant Counterspells eher abgeflacht sind. Mit dem Thema Planeswalker kommen wir dann auch noch quasi zu Haste drüber hinaus, noch zu gut Mitteln dagegen. Und das ist auf der einen Seite Questing Beast, auf der anderen Seite Legion Warboss. Legion Warboss alleine könnte, da es jede Runde neue Tokens kreiert, die alle mit Haste angreifen, die alle sofort aggressiv sind, die Legion Warboss selbst noch pumpen kann mit seiner Mentorfähigkeit, quasi, wenn es unbeantwortet bleibt, euch das gesamte Match bringen. Wo hingegen Questing Beast in einem Atemzug den Gegner und seine Planeswalker quasi einfach zunichte haut. Ist natürlich dann schwierig, dann zu gucken, man muss genau das richtige Fenster abwarten, wo man das mal zwischen einem Counterspell drunter herumläusen kann. Jedoch auf jeden Fall eine gute Option, wie ich finde, gegen Control Decks. Seid ihr selbst in der Farbe Blau unterwegs, dann bin ich fast schon der Meinung, braucht ihr mehr ein gutes Argument gegen ein Playset von Negate in eurem Sideboard als dafür. Denn Negate, ein klassischer Allrounder quasi gegen Control-Decks, einfach die Möglichkeit zu haben, den Removal-Spell abzuwehren, den Planeswalker-Spell abzuwehren, den gegnerischen Counter-Spell abzuwehren, ist einfach essentiell und gewinnt euch eben auf dem Stack das ein oder andere Match auf jeden Fall. Zudem kommt halt noch, dass Negate auch außerhalb gegen das Control-Mirrors schon mal ganz hilfreich sein, Thema Combo-Deck oder Planeswalker-Decks. Von daher ist, wie gesagt, Negate Pflichtprogramm für die Farben, die es spielen können. Es sei denn, ihr habt natürlich gute Gründe, das eben nicht zu tun. Vielleicht sind sie auch schon euer Mainboard. Generell Counterspells sind eine Überlegung wert für euer Sideboard. Nicht jedes Deck hat darauf Zugriff, aber die, die es tun, hatten zum Beispiel mit Frilled Mystic eine Kreaturen-Counterspell-Variante, die zudem noch eine Threat darstellt, also den Gegner weiterhin angreifen kann. Ionize ist ein bisschen unbeliebter geworden. Finde ich allerdings auch nicht allzu schlecht, wenn man sich überlegt, dass man vielleicht sowieso in diesen Farben relativ aggressiv mit direkten Schadensspells den Gegner unter Druck setzen kann. Ein anderes Thema, Control-Decks zu besiegen, meiner Meinung nach, ist Card Advantage. Und das könnt ihr erreichen, also Card Advantage, für alle, die es jetzt gerade nicht wissen, heißt quasi, dass ihr mehr Karten zieht als euer Gegner und so kontinuierlich quasi dafür sorgt, dass ihr weiter Druck auf euren Gegner aufbauen könnt, auch wenn eure Kreaturen, die ihr zuerst gespielt habt, gecountert werden, removed werden, quasi nicht mehr existent sind. Card Advantage Karten könnten zum Beispiel sowas sein wie Bag of Holdings, Experimental Frenzy, Theater of Horrors, also alles, was euch zusätzlichen Zugang zu Karten aus eurem Deck verschafft. Gerade Experimental Frenzy haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, wie explosiv das sein kann mit sehr, sehr vielen günstigen Spells. Also wenn ihr selbst auf dem Aggro-Plan seid und rot spielt, dann ist Experimental Frenzy fürs Sideboard. Card Advantage für euch
könnte aber auch bedeuten Card Disadvantage für den Gegner, weswegen hauptsächlich schwarze Karten, aber so Karten wie Duress, Drillbit, Davriel, Rogue Shadow Mage da auch ganz gut effektiv zuschlagen können, denn euer Gegner kann keine Antworten in seiner Hand halten, wenn die Hand nicht mehr existent ist. Und dann die Hand anzugreifen und darüber hinaus zu wissen, was euer Gegner in der Hand hat, ist ja, gewinnbringend für euch. Und gerade wenn ihr dann schwarz spielt, ähnlich wie bei Negate, gehört ein Playset Duress eigentlich in jedes gut sortierte Sideboard, meiner Meinung nach. Kurze Randnotiz noch zu Midrange-Decks. Die sind halt so ein bisschen schwer zu kategorisieren, weil sie irgendwo zwischen Aggro und Control quasi den Mittelraum ausfüllen. Und da hängt es quasi von euch selbst ab, wie ihr das Ganze behandelt. Wenn ihr eher das langsamere Deck seid gegen Midrange-Decks, dann kann es sich vielleicht lohnen, da den ein oder anderen Removal wieder reinzupacken. Wenn ihr selbst das aggressive Deck seid, dann kann es sein, dass es sich dann lohnt, ein bisschen was im Late-Game-Plan zu haben. Also je nachdem, wenn ihr ein aggressives Deck seid, behandelt Midrange-Decks so in vorsichtigen Ausmaßen so ein bisschen wie Control-Decks. Wenn ihr Control-Decks seid, behandelt ihr Midrange-Decks so ein bisschen wie Aggro-Decks. Und somit habt ihr quasi eine Doppelbelegung für die Karten, die wir eben schon genannt haben, für mehrere verschiedene Fälle. Und weil Midrange-Decks sind sowieso so ein bisschen schwierig zu greifen. Sehr viele Midrange-Decks, wenn sie denn gespielt werden, eine Keykarte im Late-Game oder eine Strategie, die sie verfolgen, die das Ganze dann, ja, wo dann der Angriffspunkt wäre, dort einzuschreiten. Tipp Nummer 3 für euer Sideboard sind Hate-Karten. Also Karten, die einen gewissen Bereich des Spielfelds oder verschiedene Effekte der Karten eurer Gegner einfach zernichten in gewisser Weise. Wir haben eben schon gesagt, Hushbringer ist so ein perfektes Beispiel für Hate-Karten, denn wir kennen alle Kreaturen, die was machen, wenn sie ins Spielfeld reinkommen, und diese Sachen passieren einfach nicht mehr mit Hushbringer im Spiel. Und darüber hinaus, über den Effekt, bringt der Hushbringer auch noch was gegen Sacrifice-Decks, also alle Sachen, die Priest of Forgotten Gods oder Mayhem Devil spielen. Auch dagegen kann man das sehr effektiv haten. Eine andere Sache oder eine andere Hate-Karte, die es da gibt, wäre Deafening Silence, was alle Karten oder alle Decks, die mehrere günstige Spells pro Zug spielen wollen, sehr effektiv quasi raushatet. Einfach nur, dass es halt nicht mehr möglich ist, ja, mehr als einen Non-Creature-Spell zu casten. Nicht so effektiv gegen Creature-Decks natürlich. Ein anderer Bereich, der jetzt noch nicht, aber vielleicht in Zukunft relevant sein könnte, wäre das Graveyard, also der Friedhof. Reanimator-Decks sind so ein Staple in der Magic the Gathering-Geschichte, die immer wieder gerne kommt. Und wir haben ja jetzt auch im letzten Standard erst noch ein paar ganz nette Reanimation-Decks gesehen. Dementsprechend würde ich euch mal empfehlen, ein Auge auf Wraith, Digger's Cage und auf Leyline of the Void zu haben. Einfach nur im Hinterkopf behalten, falls das ein Problem sein sollte für euer Deck in Zukunft, könnte man da dran mal überlegen, sich die ein oder andere Kopie ins Sideboard zu packen, just in case. Tipp Nummer 4 sind Karten gegen Planeswalker. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an War of the Spark, was uns ja lächerlich viele, lächerlich effektive Planeswalker beschaffen hat. Momentan in aller Munde sind ja Oko und Teferi, also Teferi eigentlich schon seitdem es draußen ist, und Oko, weil er momentan ja sehr, sehr stark auch im Standard ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was gegen Planeswalker in der Hinterhand zu haben, so, ich sag mal, Catch-All-Kreaturen, und Planeswalker-Lösungen wie Murderous Rider oder Prison Realm sind da natürlich auch generell ganz gute Optionen. Wir sehen nur momentan eher die Tendenz, gerade mit Oko, dass man Turn 2 diesen Planeswalker schon auf 6 Loyalty hat. Und da müsste es günstigeres und effektivere Antworten darauf geben, die es gibt, die allerdings auch einen gewissen Preis haben. Wie zum Beispiel Spark Harvest fordert euch selbst auf, noch eine Kreatur zusätzlich zu opfern, sonst ist es ein lächerlich teurer Spell. Ist allerdings auch dann in diesem Szenario eine Ein-Mana-Antwort auf eben jene problematischen Planeswalker. Und ich sage nicht, dass ihr das unbedingt spielen solltet, auch gerade nicht über einen Murderous Rider, der an sich eine sehr solide Kreatur ist, beziehungsweise eine sehr solide Removal-Spell mit einer Kreatur noch obendrauf. Aber einfach nur im Hinterkopf behalten, wenn ihr merkt, dass euch zu schnell zu viele Planeswalker zu großen Schaden anrichten. Und eine ähnliche Kerbe schlägt da tatsächlich Sorcerer's Spyglass, hatten wir ja gerade im Reprint in Throne of Eldraine wieder reinbekommen. Was man bei Sorcerer's Spyglass auch nicht vergessen darf, ist der Blick in die gegnerische Hand. Je mehr Informationen ihr über das gegnerische Deck habt, desto besser auch gerade für zukünftige Spiele, Thema Best of Three.
und weitere Sideboard-Geschichten. Der letzte und fünfte Tipp für euer Sideboard sind die Color Hate Cards. Ich habe eben schon über Hate Cards quasi im Allgemeinen gesprochen. Color Hate ist jetzt nochmal eine spezielle Art, die wir gerade in Corset 2020 in zwei Cycles gesehen haben. Darüber hinaus halt noch in Throne of Eldraine mit einem zusätzlichen Cycle. Und was meine ich mit Color Hate? Das ist ganz speziell gemeint Karten, die einen besonderen Effekt haben oder einen einzigartigen Effekt haben gegen eine andere Karte von einer bestimmten Farbe. So zum Beispiel als Removal Spell, als sehr, sehr effektiver Removal Spell in Form von Devote Decree, Noxious Grasp, Fry und auch Aethergust, wenn man das als Removal Spell so bezeichnen würde, ist ja mehr so ein Bounce. Ja, aber je nachdem natürlich, in welchen Farben ihr seid und gegen welche Farben ihr eure größten Probleme habt, kann das halt schon mal sehr, sehr hilfreich sein, eben ein Teferi zu fryen oder eben eine große schwarze Kreatur einfach mit Devote Decree zu exilen, ohne euch Probleme zu machen. Und die sind auch sehr, sehr effizient von den Mana-Kosten her, meiner Meinung nach. Und sogar in diesem selben Cycle haben wir mit Veil of Summer eine einzigartige Geschichte, und zwar eine Art grüner Counterspell. Die Farbe Grün hat an sich jetzt ohne irgendwelche anderen Mischungen mit Blau oder sowas eigentlich keinen Zugang zu Counterspell, funktioniert hier allerdings wie ein eben solcher. Und das ist quasi euer Mittel Nummer 1, wenn ihr monogrün oder halt grün ohne Blau seid im Sideboard gegen Control-Decks oder gegen andere Decks, die viele Non-Creature-Spells spielen, beziehungsweise blaue Spells hauptsächlich. Der zweite Cycle aus Corset 2020 ein bisschen weniger beliebt, allerdings ebenso ein Blick wert, sind Kreaturen mit Protection, also einer gewissen Schutzfunktion vor anderen Farben. Allen voran ist, glaube ich, Shifting Ceratops und Cerulean Drake so die beiden besten dieses Cycle. Jedoch auch Blight Beetle, Apostle of Purifying Light oder Unchained Berserker sind, je nachdem, wie euer lokales Meta auch ist, dann einfach eine Überlegung wert. Wenn ihr einfach merkt, wir haben hier super viele schwarze Decks, dann kann die zwei Kopien Apostle of the Purifying Light eben nicht schaden, wenn ihr dann euch Schutz vor dieser Farbe könnt und ihr habt eine unblockbare Kreatur für euren Gegner, ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich würde jedoch im Moment davon abraten, das zum Beispiel auf Arena zu spielen. In Throne of Eldraine, wie ich eben schon gesagt habe, gab es noch weitere 5 Karten, die interessanterweise gegen die eigene Farbe haten, was allerdings auch quasi weitere Werkzeuge eures Sideboard-Werkzeugkastens darstellen. Namentlich erwähnt sind es Archon of Absolution, Spectre's Shriek, Redcap Melee und Okaim Adversary. Einfach auch nur Karten, einfach mal im Blick behalten, wenn ihr euer Sideboard aufbaut und da auch ein bisschen eure eigene Erfahrung mit reinbringen lassen, gegen was habe ich gekämpft, wogegen habe ich Probleme, wo könnte ich eventuell hier die eine oder andere Karte mit reinbringen, um einfach da mir einen Vorteil zu verschaffen. Und im Großen und Ganzen geht es ja auch genau darum im Sideboard. Diese Liste ist jetzt keine absolute, ultimative, so soll jedes Sideboard aussehen Liste, sondern vielmehr einfach nur ein Tipp, ein paar Hinweise von meiner Seite aus, Karten, die ich als sehr effizient in den verschiedenen Matchups bzw. für die verschiedenen Decks empfunden habe. Und lasst mich eure Meinung wissen. Welche Karten kommen in eures Sideboard? Habt ihr vielleicht ein einzigartiges Meta in eurem Local Game Store, wo ihr sagt, okay, es spielen sowieso alle Aggro-Decks, dann kann ich mir die Negates vielleicht sogar sparen im Sideboard und nehme dafür Cerulean Drake rein. Also, wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, denn ich möchte hier und da weitere solcher Videos machen. Sie machen mir sehr viel Spaß. Und ich hoffe euch auch in dem Sinne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.